Guten Morgen und herzlich willkommen zum Online-Seminar Durchblick 2.0 im Rahmen von Spotlight, dem größten Festival für Bewegtbildkommunikation im deutschsprachigen Raum. Spotlight, kurz dazu, ist ein renommierter Kreativwettbewerb für Werbefilmtreibende, bei dem eine Fachjury und auch eine Publikumsjury Spotlight Awards in verschiedenen Kategorien verleihen. Die werden in Gold, Silber und Bronze verliehen. Wie ich gehört habe, habt ihr heute schon mal ein paar von den Gewinnerclips angeschaut und habt dann also die Seite von dem Festival schon mal gesehen. Da kommen wir später noch mal kurz drauf zu sprechen. Das heißt, hier bekommt ihr bei dem Festival natürlich die besten Werbefilme zu sehen, die Deutschland so zu bieten hat. Und die Veranstaltung hätte eigentlich ja in der Präsenzphase stattgefunden im März, aber das war ja leider nicht so. Jetzt versuchen wir da so ein bisschen was nachzuholen. Aber dafür seid ihr dann im nächsten Jahr im März dabei, ob es jetzt online oder Präsenz stattfindet. Die heutige Veranstaltung mit dem Titel Durchblick 2.0, da wollen wir mal einen medienpädagogischen Blick tätigen auf Werbung und alles, was da so ein bisschen dahinter steckt, und müssen mal gucken, welche Aspekte von Werbung denn auch kritisch beäugt werden können. Ja, ich selber bin Medienpädagogin für pädagogischen Jugendmedienschutz. Also das heißt, wir gucken immer so ein bisschen drauf, welche Inhalte in den Medien sind denn die, die man mit Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen besprechen kann. Wie gesagt, ich bin selber Medienpädagogin, also wenn irgendwie Fragen auftauchen, was die Produktion von Bewegtbildkommunikation angeht, bin ich auf jeden Fall nicht die Expertin, aber möchte ich jetzt schon mal darauf hinweisen, es gibt da zwei Kollegen, den Alexander Elland und den Professor Henning Patzner, die auch zum Beispiel in der Fachjury vom Festival sitzen. Herr Elland ist Werbefilmproduzent. Und der Henning Patzner ist Werbefilmregisseur und Prof an der HFF in München. Das heißt, die Kollegen wären bei der Veranstaltung im März auch dabei gewesen und hätten wirklich alle Fragen rund um die Produktion und Gestaltung von Werbefilmen beantwortet. Die sind heute, wie ihr seht, nicht dabei, aber ich werde jetzt, wenn ihr euch mal zu euren Rechnern kurz mal umdreht, ihr könnt ja auch zu zweit oder so an den Rechnern sitzen, ich hau jetzt mal so einen Link in den Chat, hier, und zwar geht es da zu einem Zoom-Pad. Vielleicht öffnet ihr das mal in einem neuen Reiter. Und zwar habe ich da mal als Überschrift gegeben, Fragen an Experten für Bewegtbildkommunikation und Film. Die Festivalleitung, die wollen nämlich gerne auch auf die Homepage ein paar Clips von den Experten hochstellen. Also sie wollen Fragen von Heranwachsenden beantworten rund ums Thema, wie wird sowas denn gemacht. Da möchte ich euch bitten, falls zwischendurch so Fragen auftauchen, die ich beispielsweise mit meiner Kompetenz nicht beantworten kann, dann tippt die einfach zwischendurch in dieses Zoom-Pad rein. Dann würde ich die sammeln und dann geht es an die Experten und den fertigen Clip mit den Antworten, den lasse ich euch natürlich dann auch zukommen. Okay, dann starten wir doch jetzt mal mit dem kritischen Blick auf Werbung. Und es wird halt so ein kleiner Rundumschlag, den wir jetzt heute machen. Und zwar gucken wir uns ein bisschen an Werbepsychologie, aber auch da recht niederschwellig, mal zu gucken, wie muss denn Werbung heutzutage arbeiten, damit sie überhaupt noch irgendjemand erreicht. Dann gucken wir uns diese kritischen Ebenen an, und zwar gucken wir uns an, ja, Werbung arbeitet mit falschen Behauptungen. Da geht es ein bisschen um Verbrauchertäuschung im Lebensmittelbereich. Und dann gucken wir auf den Punkt Geschlechterstereotypen, finde ich, ist ein ganz wichtiges Thema. Und dann gucken wir uns an, wie Testimonials sich im Laufe der Zeit ändern mussten, um noch ein Publikum zu erreichen. Genau. Und am Ende werfen wir noch einen Blick auf moderne Bewegtbildkommunikation. Also was muss Werbung heutzutage eigentlich bieten? Okidoki. Dann starten wir doch mal. Und zwar mit diesem Auszug aus dem Artikel. Nutzer werden immer sensibler, was Werbebotschaften betrifft. Die tägliche Flut an abertausenden Werbebotschaften, sowohl online als auch offline, hat bei vielen Menschen eine Abwehrhaltung hervorgerufen. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mal kurz ein Handzeichen geben und sagen, wem geht es denn genauso? Also wer ist denn hauptsächlich von Werbung eher genervt? Okay, ja, mir geht es ähnlich. Deswegen können wir ja froh sein, dass es tatsächlich auch noch gute Werbung gibt heutzutage. Aber genau, so geht es den meisten Leuten. Die sind eigentlich eher abgestoßen und genervt. Warum gibt es Werbung?
ja, ich steige mal so kritisch kommunikativ ein und sage, niemand braucht Werbung wirklich, meiner Meinung nach. Aber der Markt ist gesättigt. Auf der linken Seite haben wir ein Bild von einem Markt in Zimbabwe, ist das. Da muss man mal sehen, da sind so Grundbedürfnisse können da geweckt werden. Man geht auf den Markt, kauft sich das, was man braucht zum Leben. Ja, auf der anderen Seite sehen wir, wie es in der westlichen Welt ausschaut. Ne, gesättigter Markt, was bedeutet das? Das ursprüngliche Kundenbedürfnis ist absolut gedeckt. Also wir können uns eigentlich alles zu jeder Zeit nahezu überall kaufen. Bedürfnisse, die ich habe, kann ich eigentlich aber auch selber befriedigen. Also wenn ich eine Bohrmaschine brauche, dann gehe ich halt in einen Laden, wo ich weiß, da gibt es die und dann lasse ich mich beraten und dann kaufe ich mir so ein Teil oder lasse es halt sein. Aber ich sag mal, wenn sich jemand mit einer neuen Marke auf dem Markt etablieren möchte und verkauft auch Bohrmaschinen, der muss sich dann erstmal gegen Bosch oder sonst irgendwas durchsetzen. Also es gibt mehrere konkurrierende Produkte in dem Bereich. Dann muss man es irgendwie hinkriegen, für sein Produkt irgendwo die Aufmerksamkeit zu erregen. Ja? Und natürlich muss sich das Produkt auch gegen andere auf dem Markt irgendwie durchsetzen, was man ja in der Werbebranche USP nennt. Also es ist die Unique Selling Proposition. Also es ist Alleinstellungsmerkmal oder der Wettbewerbsvorteil, den man mit diesem Produkt irgendwie erzeugen will. Also das heißt, es muss irgendwo auch ein Bedürfnis überhaupt erstmal geweckt werden in unserer westlichen Welt, das Produkt überhaupt zu benötigen. Zum Beispiel, müssen wir mal gucken, zum Beispiel sowas, ja. Wer braucht sowas? Aber vielleicht würde es man ja hinkriegen, mich davon zu überzeugen, dass ich dieses Produkt unbedingt brauche. Aber da müssen sich, glaube ich, einiges einfallen lassen. Also Scherz beiseite. Jetzt möchte ich euch bitten, ich möchte versuchen, zwischendurch mal so aktive Phasen mit einzubauen. Das heißt, ich würde jetzt hier im Big Blue Button den Mehrbenutzermodus starten. Ihr könnt hier an der Leiste, auf der rechten Seite ist oben dieses Händchen, das könnt ihr auswählen und da ganz links auf T gehen, also sucht das Textwerkzeug aus und könnt euch so ein Textfeld aufziehen und da irgendwas schreiben. Ja, ich mach mal das hier. Und dann wieder rausklicken und dann bleibt es stehen. Genau, guckt, dass ihr das Textwerkzeug und nicht den Stift auswählt, sondern ganz rüber geht zum T, zum großen T und dann zieht ihr euch so einen rechteckigen Kasten auf und da könnt ihr dann reinschreiben. Versucht das mal. Ah ja, genau. Jetzt könnt ihr mal so ein bisschen frei assoziieren. Versetzt euch mal in diese Familie hinein. Begebt euch mal in deren Lebenswelt und überlegt mal, wenn die so Wünsche hätten, was würden die sich wünschen? Was würden die sich zu Weihnachten wünschen? Also was ich gut lesen kann, ist Dekoration, guten Appetit, ganz klar, Rasenmäher, ein Sonnenschirm, Urlaub, Musik, ein Pool, eine Louis Vuitton-Tasche und klar, innovative, zeitsparende Produkte, eine Haushaltshilfe. Okay, super, jetzt werde ich diesen Mehrbenutzermodus mal ausschalten. Zack. Okay, vielen Dank für dieses Brainstorming. Jetzt gucken wir uns noch die andere Familie an. Und jetzt möchte ich euch da auch nochmal einladen, da auch nochmal zu sammeln. Okay, ich stoppe das Ganze. Zack. Genau, da sieht es so ein bisschen anders aus. Die Wünsche sind scheinbar echt unterschiedlich. Hier geht es um etwas essentiellere Sachen. Zugang zu Bildung, Sicherheit. Wir hatten gerade bei der anderen Familie sehr viele materielle Werte, die da wohl auf der Wunschliste stehen. Hier geht es nicht nur, genau, hier geht es um saubere Kleidung, Dach über dem Kopf. Genau, überhaupt ein Haus, fließend Wasser ist auch nicht selbstverständlich. Genau, arbeite berufliche Zukunft. Gut, ihr wisst, worauf ich hinaus will, denke ich mal. Ja. Letztendlich haben diese Familien unglaublich unterschiedliche Bedürfnisse. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal dieses Modell an. Die Bedürfnispyramide, die wurde oft verändert, erweitert und so. Das ist halt ein hierarchisches Konzept menschlicher Bedürfnisse. Hat der gute Herr Maslow irgendwie schon 1943, 44, 45 entwickelt. Das ist ein sozialpsychologisches Modell. Und hier sieht man, also wie gesagt, das ist hierarchisch, es baut aufeinander auf. Die ersten drei unteren Kategorien bezeichnen eher so Defizitbedürfnisse, sagt man. Ja, also es fällt so unter die physische Grundversorgung. Ein Grundbedürfnis sind zum Beispiel, klar, Essen, Trinken, Schlafen. Erst wenn man das abgedeckt hat, strebt man dann eher nach den Sicherheitsbedürfnissen wie Wohnen, Arbeit und Einkommen. Darauf baut sich dann auf, dass man auch soziale Bedürfnisse hat, wie natürlich Freunde, Partner, eine Liebesbeziehung. Und dann kommen wir hier in den Bereich der Individualbedürfnisse.
Oder Wachstumsbedürfnisse. Das heißt, wenn unten alles abgedeckt ist, die ganzen Defizitbedürfnisse, also physische Grundversorgung, kommen wir dann in den Bereich von Anerkennung, wo man sagt, okay, da geht es dann um Status, Geld, Macht, Karriere. Und auch dann Spitze des Eisbergs ist dann die Selbstverwirklichung, also das Erkennen und das freie Entfalten des eigenen Potenzials. Und da haben wir gerade bei dem kleinen Brainstorming gesehen, dass dann bei der zweiten Familie hat sich alles, die Wünsche haben sich auch ganz klar hier unten abgespielt. Also um Anerkennung und Selbstverwirklichung ging es da jetzt nicht wirklich. Da waren wir bei der anderen Familie in dem Bereich. Ja, Haushaltshilfe Nummer 3. Ich weiß nicht, ob das dann schon Selbstverwirklichung ist. Aber vielleicht kann man dadurch dann seine eigenen Potenziale besser erkennen und ausleben, ja, wenn man eine Haushaltshilfe hat und. Also die Bedürfnisse sind unterschiedlich und deswegen sieht auch zum Beispiel der Warenmarkt auch sehr unterschiedlich aus. Also das heißt, erfolgreiche Werbung orientiert sich in Idee und Setting eigentlich an menschlichen Grundbedürfnissen. Und jetzt gucken wir uns das tatsächlich mal im Bereich von so Werbeslogans alleine schon an. Ich finde, das ist ganz interessant, wenn man da mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegt. Ja, genau, das ist so die Bedürfnispyramide. Ich habe so unten rechts nochmal reingestellt, da sich mal so Slogans anzuschauen. Was nehmen wir denn mal? Ja, der Klassiker sind so Versicherungen. Das ist hier ein bisschen abgeschnitten, aber AOK sagt, die sind immer für mich da. Was könnte das für ein Grundbedürfnis abdecken? Sicherheitsbedürfnis. Genau, ganz klar. Also Versicherungen, die nicht irgendwie, steckt ja schon im Wort, ja, die nicht mit dem Bedürfnis Sicherheit irgendwo arbeiten, sind halt selbst schuld oder unglaublich innovativ. Ja. Wie ist das mit Daim? Zu Daim sagt keiner Nein. Genau, also es ist oft auch so natürlich, dass man da die unterschiedlichen Stufen auch teilweise vereint, ja, also klar, zu deinem sagt keiner Nein, wenn du Nein sagst, gehörst halt nicht dazu, also bist nicht Teil einer sozialen Gruppe und genau, findest vielleicht auch dann so insofern auch keine Anerkennung. Wie ist das mit Vitamine und Naschen? Ist nicht ganz so einfach, also es gibt auch kein richtig oder falsch, sondern einfach mal raus, was ihr denkt. Ja, das ist so ein bisschen, ich finde das ganz pervers, irgendwie Vitamine und Naschen irgendwie suggeriert, ja nach dem Motto, dann bleibt man gesund auch. Ne? Also es hat auch schon wieder was, genau, so Grundbedürfnis, also da sind wir dann im Bereich von Kindern natürlich, die haben dann halt auch das Bedürfnis, dass Naschen und Süßigkeiten und so, das, ja, da wird so eine Pyramide nochmal ein Stück weit anders aussehen, wenn man ganz klar auf Kinder guckt. Aber klar, es ist auch so ein bisschen Sicherheitsbedürfnis, wenn mein Kind dann nascht, dann noch zusätzlich Vitamine, dann bleibt es gesund. Ja, genau. Und Naschen, also es hat so, spielt sich so in dem Bereich ab, finde ich, genau, Grundbedürfnis, Sicherheitsbedürfnis, obwohl wir ja wissen, dass das eigentlich nicht gesund ist, also kein gesundes Lebensmittel ist. Noch ein letztes, oder gucken wir mal, ja, Apple an. Was macht, womit arbeitet Apple? Klar, die können sich's erlauben. Also ebenso wie bei Audi, das ist so Vorsprung durch Technik. Also nicht so nach dem Motto, ihr seid da total sicher in dem Auto, das machen natürlich viele Autohersteller auch, sondern ihr seid sogar noch anderen voraus. Also es hat was wirklich auch mit Status und Anerkennung zu tun und ein Stück weit Selbstverwirklichung, weil man wirklich on top ist und think different ist so, grenzt dich von allen anderen ab, sei möglichst innovativ und selbstbestimmt. Ja, so, das ist natürlich Apple, dafür steht Apple. Und ich bin noch nicht blöd, noch als allerletztes. Anerkennung. Ja, Anerkennung und? Soziale Kontakte. Genau, ganz klar. Also ich bin nicht blöd. Ich gehöre zu denen, die nicht blöd sind. Ne? Ist ja klar. Also wenn ihr blöd seid, dann habt ihr Pech gehabt. Sehr gut. Ich finde, da kann man immer schön im Hinblick auf diese Slogans und auf diese Bedürfnispyramide so ein paar Werbebotschaften, irgendwie die Intention, die dahinter steckt, so ein bisschen rauslesen. Finde ich immer eine ganz interessante Sache. Jetzt kommen wir aber in den nächsten Bereich rein. Und zwar geht es jetzt um falsche Behauptungen. Genau, am Beispiel Lebensmittel wollen wir das mal machen, weil das ist irgendwie am eindeutigsten. Das heißt, wie funktioniert das da? Also es geht hier hauptsächlich um den Bereich Etikettenschwindel
und legale Verbrauchertäuschung. Das heißt, vermeintlich gesunde Lebensmittel enthalten immer eigentlich eine hohe Menge an Zucker, Fett oder Salz. Man muss halt nur mal genau drauf schauen. Vermeintlich traditionelle Produkte sind hochindustriell hergestellt. Im Normalfall vermeintlich regionale Produkte haben oft weite, weite Wege hinter sich. Dann die naturbelassenen sind oft voller Zusatzstoffe, sei es natürliche Aromen, ja, hört sich auch immer sehr gut an. Und groß beworbene Zutaten sind nur in Minimengen enthalten. Ich sage mal, kennt ihr Wilhelm Brandenburg von Rewe? Ich glaube, das ist mal so der Klassiker, der fällt so rein in dieses traditionell und regional. Ja, aber von wegen traditionell, das ist nicht der liebe Herr Brandenburg, der mit seiner Familie auf dem Bauernhof die Kühe melkt und selber schlachtet, sondern klar, das ist ein hochindustriell hergestelltes Schlachtprodukt. Und ebenso regional ist es auch nicht. Wo gibt es überall Rewe und hat er dann überall um die Ecke seinen Hof und so, ist halt die Frage. Da muss man sich immer die Frage stellen. Aber natürlich wirkt es erstmal sehr vertrauenswürdig. Es suggeriert, dass das so ein bisschen in Eigenproduktion irgendwie beim Wilhelm zu Hause irgendwie von seiner Frau und seinem Sohn gemacht wird. Dann hier der Klassiker, hier groß beworbene Zutaten in Minimengen. Ich weiß nicht, oder gesund, ja, das ist so Milchschnitte. Wie hat Ferrero mit Milchschnitte nochmal geworben? Schmeckt leicht, belastet nicht. Ideal für zwischendurch. Aber wenn man sich das genau anguckt, hat Milchschnitte einen Zucker- und Fettgehalt von irgendwie 60% und das ist, glaube ich, alles andere als sportlich und leicht. Das heißt, Milchschnitte hat mehr Zucker und mehr Fett und mehr Kalorien als eine Schokosahnetorte. Also da dann damit zu werben mit Spitzensportlern am besten, die dann sagen, schmeckt leicht, belastet nicht und ist ideal, suggeriert irgendwie, dass es auf jeden Fall nicht dick macht und irgendwie sogar einen positiven Effekt hat. Und dem muss man ja nicht auf den Leim gehen. Da also tatsächlich immer genau hingucken. Ich nehme das immer gerne mit rein, auch weil ich beispielsweise Elternabende in dem Bereich mache und da auch manche Eltern mal darauf hinweisen möchte, dass man sich doch die Zutatenlisten auch anschaut und nicht nur die äußere Verpackung. Ich weiß nicht, ob ihr Foodwatch kennt. Die stellen ja zum Beispiel Forderungen an Bundesregierungen, immer wieder mal also legale Verbrauchertäuschung, also Etikettenschwindel zu unterbinden. Das ist aber gar nicht so leicht. Aber jetzt gucken wir uns mal an, wie das früher so aussah. Und zwar teile ich jetzt mal ein Video mit euch. So, jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Ach, wie wäre das Leben traurig, gäbe es keinen Zucker mehr. Kinder hätten keine Freude, keine Lust zum Spielen mehr. Zucker zaubert. Zucker zaubert Energie. Seht ihr? So gedeihen sie. Ach, wie wäre das Leben hässlich, gäbe es keinen Zucker mehr. So ein hübsches, junges Mädchen wäre dicklich, rund und schwer. Zucker zaubert. Ihre Linie bleibt so schlank wie eine Pinie. Das lässt sich beweisen. Zucker zaubert. Nimm deshalb mehr. Ja, da hat man doch direkt Bock, richtig zuzuschlagen. Also die Werbung ist von 1954. Da durfte man noch ganz offiziell solche, sag ich mal, Lügen verbreiten. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, kämpft seit längerem darum, übersüßte Getränke zum Beispiel besteuern zu lassen. In anderen Ländern ist das auch möglich tatsächlich, aber wer steckt dahinter? Ja, wir haben halt die Zuckerlobby, die immer wieder sehr viele Gespräche mit Bundesministern für Ernährung und Landwirtschaft führt. Und da gab es dann, ich sage mal 2017, so ein Strategiepapier. Und zwar zitiere ich da mal so einen Satz, den sie damit reinnehmen wollten dann. Die Bundesregierung, die haben gesagt, unausgewogene Ernährung, mangelnde Bewegung können krank machen. Weniger Zucker, Fett und Salz in Lebensmitteln tragen dazu bei, dem entgegenzuwirken. Weil natürlich echt viele Ärzte und andere Verbände sich da für stark gemacht haben. Diese Sätze gefielen den Zuckerlobbyisten überhaupt nicht. Und dann haben sie noch mal ein paar Gespräche geführt. Und wenig später wurde dann die Fassung tatsächlich überarbeitet und diese Passage daraus getilgt. Also da muss man tatsächlich ein bisschen gegen Windmühlen kämpfen, um das wirklich durchzusetzen. Dann war es eigentlich so, 2007 haben 19 Lebensmittelhersteller, unter anderem Kellogg's, McDonald's, Danone, Ferrero, Nestle, Coca-Cola, so ein EU-Pledge, also so ein Versprechen unterschrieben zur freiwilligen Selbstverpflichtung der Lebensmittelwirtschaft für Kinderwerbung. Und die haben gesagt, we will change our food advertising to children. Das haben sie da 2007 gesagt, haben unterschrieben. Aber jetzt mittlerweile, ich glaube 2015 schon, wurde das halt als gescheitert erklärt, weil die Lebensmittelindustrie immer noch
Verbraucher täuscht. Und wie gesagt, da geht es gezielt um die Vermarktung von Lebensmitteln an Kinder, wo die WHO Kriterien aufgestellt hat und sagt, es da dürfen nur maximal 10% Zucker in Joghurts beispielsweise sein, 15% auch nur in Frühstücksflocken. Und auch der Salzgehalt in Snacks wird da dementsprechend reguliert. Foodwatch hat das dann geprüft, hat 280 Lebensmittel geprüft, die extra bei Kindern beworben werden. Und 90% dieser Dinge erfüllten diese Kriterien nicht. Die Hersteller sagen aber, ja gut, klar, wir haben ja unsere Werbung an Kinder geändert, aber das hat ja nichts mit den Verpackungen zu tun, mit der Gestaltung der Verpackungen. Und letztendlich gehen doch die Eltern einkaufen und entscheiden, welche Produkte sie kaufen. Also die Kinder haben da ja gar keinen Einfluss. Ist die Frage, warum machen sie es dann überhaupt? Ja, weil es einfach für sie auch schön aussieht. Also wenn man hier guckt, Danone mit den Super Disney-Joghurts und. Klar, es ist kein gezieltes Kinderprodukt in dem Sinne, aber es wird für Kinder so gestaltet, dass die natürlich dazugreifen wollen. Und das ist natürlich auch ziemlich fies. Genau, also rein freiwillige Maßnahmen der Lebensmittelindustrie reicht in dem Bereich nicht aus. Da müssen wir wahrscheinlich immer noch lange damit kämpfen, das reflektieren, was uns denn da vorgesetzt wird. Kommen wir jetzt zu dem Bereich Geschlechterstereotypen. Ist mir ein ganz wichtiges Thema, weil es da schon recht früh anfängt und sich immer weiterzieht. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich da einen Clip dahinter habe. Ja gut, klar, dann können wir uns auch noch mal kurz einen Clip angucken. Das ist so der Klassiker, Dr. Oetker-Clip aus dem Jahre 1954 auch wieder. Okay, dann schauen wir uns das noch an. Wenn man es eilig hat, und wann hätte man es nicht eilig? Das Leben ist so kurz, besonders nach 5 Uhr. Also wenn man es eilig hat, dann kommt todsicher etwas dazwischen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man verliert die Nerven. Sehen Sie? Sind schon verloren. Oder man bricht sämtliche Rekorde im Maschinenschreiben. So, nochmal schnell durchlesen, ob auch die Interpunktion sitzt. Ja, sieh da, der Tüchtigen beschert das Glück ein Auto. Na, Auto ist zu viel gesagt, es ist mehr eine Autosuggestion. Ein Auto mit Handbetrieb. Im Kampf mit der Tücke des Objekts gibt es nun wieder zwei Möglichkeiten. Entweder man siegt, wenigstens für einen Meter, oder man unterliegt. Das ist ein schwieriger Fall. Richtig, besser in einer fahrenden Straßenbahn stehen, als in einem stehenden Auto sitzen oder drunter liegen. So, jetzt aber Tempo. Bald wird Peter da sein mit einem Bärenhunger. Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen? Und was soll ich kochen? Es ist erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist. Anscheinend kommt auch der Appetit mit der Ehe. Ja, und das Allerwichtigste für ihn ist der Pudding. Richtig. Sie wissen ja, Männer, die gern Süßes essen, haben einen guten Charakter. In diesem Fall ist der Charakter genauso gut wie der Pudding. Denn in puncto Pudding gibt's eben die altbewährte Möglichkeit. Nämlich mit Dr. Oetker. Einer schöner als der andere. Drum macht's wie Renate. Und die weiß es wieder von ihrer Mutter. Für Pudding und Cremespeisen einfach Dr. Oetker. Ja, das tut ja schon fast weh, obwohl das ja schon wieder irgendwo selbstironisch ist oder es wirkt auf jeden Fall so. Aber klar, die Frau durfte noch nicht mal selber Auto fahren, hat sich direkt irgendwie souverän auf den Beifahrersitz gesetzt und die hat ja auch nur zwei Lebensfragen. Was koche ich und was ziehe ich an? Genau, letztendlich sagt auch ein Kollege von der HDM, von der Hochschule der Medien hier in Stuttgart, auch wenn wir einen starken Rückgang offensichtlich diskriminierender Werbung beobachten können, ist es die Summe aus stereotypen Rollen, sozialer Unterwerfung und sexualisierten Darstellungsarten, die erklärt, weshalb sich viele Frauen auch heute noch von der Werbung diskriminiert fühlen. Das trägt sich halt weit, weit, weit. Ich hole jetzt ganz kurz aus, weil ich finde, das sind ganz spannende Zusammenhänge im Bereich Gender. Also ne, Gender beschreibt natürlich das soziale Geschlecht und nicht das biologische Geschlecht, sondern es ist eher die Geschlechtsidentität. Wie fühle ich mich und wie möchte ich eigentlich sein?
man tendiert ja heute dahin, dass man den Kindern sagt, ihr könnt frei entscheiden, was und wie ihr seid, was für ein Junge, was für ein Mädchen. Die Süddeutsche Zeitung hat vor 2 Jahren mal so eine Studie in Auftrag gegeben. Und zwar wurden Kinderbücher, Mainstream-Kinderbücher, die wurde eine Schlagwortanalyse gemacht. Da ist in Frankfurt diese riesen Zentralbibliothek, wo die ganzen Dinger gesammelt werden. Eine Schlagwortanalyse gemacht, unter welchen Kriterien findet man welche Bücher. Und da kam raus, Jungs sind blau und Mädchen sind pink, also da ist gesetzt. Und so nach dem Motto, die Kost, die Mädchen vorgesetzt bekommen in Kinderbüchern schon, ist ziemlich fad und ziemlich einseitig. Das heißt, ich weiß nicht, ob ihr Conny und ihre Mama kennt. Also ich finde Connys Mama ja so super schrecklich, aber Conny und ihre Mama, die backen zusammen und die kochen zusammen. Und ich sag mal, Mädchen in Kinderbüchern, das größte Abenteuer, was sie erleben, ist die Liebesgeschichte mit dem Typen auf dem Reiterhof. Und die wildesten Tiere, die sie sehen, ist irgendwie die Kuh und das Pferd irgendwie vom Bauernhof nebenan. Ja, das ist so die Welt von Mädchen in Kinderbüchern. Genau, Reiterhof, Flirt, Mutter, Tochter, Frauenbild, deutsches Mädchen. Also es hört sich ja schon total boring an irgendwie, ne? Und auf der anderen Seite haben wir die Jungs. Ja, da ist so eine Wordcloud entstanden, die ist unglaublich vielseitig. Jungs dürfen in die Vergangenheit reisen, ja, sie dürfen Ritter sein und so und dürfen auch gegen Fantasiewesen kämpfen, dürfen Pirat werden und dürfen in ganz viele unterschiedliche Welten eintauchen. Also denen wird ein sehr großer Horizont irgendwie offenbart. Also Conny und ihre Mama hier und hier ist halt alles Weitere, was die Welt sonst noch zu bieten hat. Das zieht sich dann so ein bisschen durch. Es gibt eine Studie von 2019 von der Malisa-Stiftung. Das ist so die Maria und Elisabeth Furtwangler. Die haben eine Stiftung gegründet und haben diese Studie in Auftrag gegeben, weibliche Inszenierung in den neuen Medien. Und da haben wir dann auch so einen Bereich, auch bei YouTube beispielsweise so, dass 70% der Frauen sich in ihrer Wohnung zeigen, beim Backen und beim Schminken und beim Kochen und vielleicht noch beim Nähen. Also 70%, die dann auch ihre Tätigkeiten eher als Hobbys darstellen im Vergleich zu den Männern, die das eher als professionelles Können irgendwie in den Vordergrund stellen, was sie so zeigen auf YouTube. Man sieht natürlich auch hier, dass die Frauen in weniger Themenfeldern, weniger Genres vertreten sind. Und wenn sie in Genres vertreten sind, dann sind sie ziemlich frauenspezifisch. Was steht da? Ich muss auch gucken. Also ihr könnt es größer machen. Genau, Mode, Beauty, dann geht es ein bisschen um Food, aber da hauptsächlich dann auch so um Fitness und so. Wie kann ich möglichst so viel Salat essen, dass das mir aus den Ohren rauskommt. Dann genau, geht es um Beziehungen und so, Familie und Haushalt. Genau, das sind die Bereiche, wo Frauen unterwegs sind auf YouTube. Also da geht es halt gerade so weiter. Also diese, wie gesagt, 70% daheim, das ist auch so Conny und ihre Mama halt, ne? Und 100% der Mädchen, die Dagi Bee folgen, optimieren ihre Haut. Sei es, man macht halt das nach, was sie einem zeigt, und zwar sich irgendwie möglichst gut und schminken. Oder man benutzt halt irgendwelche Filter. Also ich sag mal 100%, dass 100%, also alle Mädchen, die Dagi Bee folgen, ihre Haut optimieren, ist schon irgendwie, finde ich, ziemlich viel. Genau, und jetzt gucken wir uns das Gender Marketing dann auch mal an. Genau, Mädels pink, Jungs blau, da ändert sich nichts, sogar bei den Nahrungsmitteln, die man da zur Verfügung gestellt bekommt. Natürlich versuche ich sogar auch mit Kindern, ich habe mal mit einer 4. Klasse einen Workshop zum Thema Werbung gemacht und da wird das auch mal analysiert. Ich versuche Eltern darauf hinzuweisen, dass natürlich nicht das Produkt ein anderes ist, vor allen Dingen hier bei der Maggi-Suppe, ja, da sage ich auch, guck doch mal hinten auf die Zutatenliste drauf, es ist das Gleiche drin, das kann man auch mit Kindern schon besprechen. Aber wenn man natürlich einen Jungen und ein Mädchen zu Hause hat und mit einem von beiden oder mit beiden im schlimmsten Falle sogar einkaufen geht, ja, dann möchte das Mädchen nicht die Feuerwehrsuppe essen. Das ist ganz klar, sondern da wird dann halt im Zweifelsfalle beides gekauft. Und Maggi hat den doppelten Ertrag. Genauso bescheuert wie die Überraschungseier für Jungs und Mädchen. Und klar, bei den Mädelsabenden ist hier die Creamy Paprika-Sorte und bei den Männerabenden ist die hier Flavored Barbecue Holzfäller-Style. Gut, kann man mitmachen, muss man aber auch nicht. Ich finde es interessanter, wenn man das gemeinsam auch mal reflektiert. Und zwar sieht es mit Gender Marketing nämlich so aus, ne, Produkte werden in rosa und blau entwickelt und hergestellt, ganz klar, aus dem Ziel, aus dem Grund, das Doppelte am besten zu verkaufen. Das geschlechtsspezifische Marketing nimmt immer mehr zu. Die Normen für männliche und weibliche Rollenbilder werden auch immer enger. Ja, es wird halt wirklich, irgendwann ist es wirklich nur noch pink und blau und da gibt es dann auch wirklich nichts dazwischen. Dann steigt auch der soziale Druck, den Normen zu genügen.
ja, es wird immer schwieriger, natürlich so Geschlechternormen zu durchbrechen. Und von vornherein ist auch klar, wie müssen Mädchen und Jungs sein. Und ja, Mädchen und Jungs haben generell immer unterschiedliche Interessen. Und ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich blöde Sicht auf die Welt. Gut. Jetzt gucken wir in den Bereich Sexismus rein. Ihr könnt jetzt auch nochmal euch rumdrehen zu euren Rechnern oder diejenigen, die am Rechner sitzen, das Ganze verfolgen. Ich mache nochmal den Mehrbenutzermodus an und jetzt möchte ich euch bitten, diesen Stift zu nehmen und dann drunter, also als Werkzeug wählt ihr den Stift aus, da drunter ist dann die Strichdicke und da könnt ihr gerne so eine fette Strichdicke aussuchen und die Farbe von mir aus ändern und sagt mal, welches davon ist eine Werbung, die ihr nicht sexistisch findet. Also ich mache jetzt einfach mal so ein, genau, das wird dann so aussehen. Also welche Werbung findet ihr am wenigsten sexistisch? Genau, ganz klar. Die Triumph-Werbung ist, kann man jetzt nicht als sexistisch bezeichnen. Die hier mit dem Schornstein, diese Schornsteinabdecker, ist ja schon fast so ironisch, dass man es wirklich überhaupt nicht als sexistisch ernst nehmen kann. Aber jedoch natürlich ist es eigentlich ein No-Go. Ja? Also entweder man steht drüber oder nicht, aber das ist sexistisch. Auch Männer können irgendwie sexistisch dargestellt werden. Es ist eine Kraftwerbung, ja, für irgendwie Salatsoße, wo ich mir denke, okay, was macht der Typ da? Okay, aber ist ja mal schön, auch Männer dann so aufreizend mal zu sehen. Und klar, leg Hand an. Ja, ist eine Aufforderung, Grenzen zu überschreiten. Das ist ganz klar sexistisch. Also ich würde mal sagen, das ist Top 1, 2, 3 und dann kommt diese Triumphwerbung. Und zwar ist sie natürlich nicht sexistisch in dem Sinne, weil hier ist der Vergleich. Ich sage mal, wenn ich Werbung für Unterwäsche mache oder für ein BH, dann bringt es mir ja nichts, wenn die Frau den über ihrem Pullover trägt, sondern dann möchte ich ja schon auch sehen, wie der sitzt oder genau, wie das ausschaut. Also wenn Werbung für ein BH gemacht wird und die Frau da halbnackt sitzt, ist es noch in Ordnung. Es kann auch sogar sehr sexy sein. Aber wenn es eigentlich um den Sessel gehen soll und die Frau sitzt da drauf und ist irgendwie das nette Accessoire, dann ist das sexistisch, das muss nicht sein, das ist ein Blickfang. Genauso hier ganz kurz mit dem Teil, ja klar, da guckst du natürlich hin, hier auch. Aber ist das der Sache unbedingt dienlich? Oder wollen wir das so vertreten? Was es da gibt, hier habe ich schon darauf hingewiesen, hier unten seht ihr, das ist Pink Stings, ist eine tolle Initiative, die auch sehr viele Schritte weitergeht, um gegen Stereotype und Sexismus irgendwie vorzugehen. Und da kämpft Pink Stings also für Frauen und auch Männer. Das ist nicht nur einseitig. Und da gibt es dann zum Beispiel auch die Seite werbemelder.in. Sehr schön gegendert, für tolles Wortspiel. Da kann man sexistische Werbung melden. Es gibt auch Werbung, die sexistisch anmutet, die aber vielleicht einfach nur ein bisschen sexy oder sexualisiert ist, muss aber nicht sexistisch sein. Sexualisiert ist vielleicht noch erlaubt. Aber auch wenn es zu stereotyp ist, wie gesagt, wenn es in so einen Teufelskreis reingeht von Gender-Marketing, dann kann man auch das melden. Finde ich eine ganz gute Sache. Also wenn ihr Interesse habt, meldet. Okay, dann gucken wir uns mal an, wie Werbung aussehen kann, wenn sie eben nicht mit Stereotypen arbeitet. Also Pink Stings, die haben auch einen Positivpreis für Werbung ins Leben gerufen, den pinken Pudel. Genau, ist ein Positivpreis für Werbung, die mit gängigen Geschlechterrollenbildern bricht. Ich weiß nicht, wie es mit diesem Gillette-Spot ist, ob die dafür mal einen Preis gekriegt haben, aber Hornbach ist zum Beispiel ein Klassiker, die kriegen häufig diesen Positivpreis. Okay, dann gucken wir uns doch mal den Spot an von Gillette für das Beste im Mann. Bullying. The Me Too movement against sexual toxic harassment. Masculinity. Is this the best a man can get? Is it? We can't hide from it. Sexual harassment is taking over. It's been going on far too long. We can't laugh it off. Who's the daddy? What I actually think she's trying to say. Making the same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. But she says it's and there will be no going back. Because we believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Smile, sweetie. Come on. To say the right thing, to act the right way. Bro, not cool, not cool. Some already are. In ways big. Yo, men, for everyone. And small. I am strong. I am strong.
but some is not enough. It's not how we treat each other, okay? Okay. Because the boys watching today will be the men of tomorrow. Finde ich ein ganz toller Spot. Genau, es geht nicht um Mann sein, es geht irgendwie um menschlich sein. Und das sollte bei allen Geschlechtern eigentlich Thema sein. Wie bin ich menschlich, wie bin ich empathisch und nicht, wie kann ich meine Toxic Masculinity ausleben. Und jetzt gucken wir uns nur noch mal kurz an, wie heutzutage Testimonials eingesetzt werden. Ihr wisst, gehe ich mal davon aus, dass ein Testimonial ist. Wir reden hier über Markenbotschafter, ein Gesicht für eine Marke zu schaffen. Ihr kennt bestimmt Testimonials, wenn ihr in euch geht. Das sind so die klassischen Varianten. Das kenne ich aus meiner Zeit, ja. Klar, wenn eine Sportlerin Werbung für Deo macht, ist es vollkommen legitim. Michael Jordan, klar, hat seine eigene Marke dann irgendwie bei Nike noch untergebracht, aber der ist ein Basketballstar, ein Sportler, der Werbung macht für Sportprodukte. Und jemand, gut, Paulina Roginski, wenn die so tolle Haare hat, darf sie natürlich auch ganz offiziell Werbung machen für Pantene. Das ist überhaupt gar kein Thema. Jetzt gucken wir uns nur mal an, ob ein Testimonial immer die beste Wahl ist. Und das ist meine Kritik in dem Punkt. Genau, ist ganz nett gemacht von Extra 3. Hey, cool Nutella! Mann, bist du eine Wurst! Liebe Kinder, ihr wollt so sein wie wir? Dann fresst Nutella und trinkt ordentlich Bier. Unser Sixpack ist aus Beefy und Chips. Du bist nur cool, wenn du dir Cola reinkippst. Stimmt. Egal, wenn beim Glücksspiel fast jeder verliert. Ein Oliver Kahn interessiert sowas nicht. Hauptsache wir haben feste Kohle kassiert. Ja, das gefällt mir, das gefällt mir, das gefällt mir. Als Idol zeigst du Kindern, was man kaufen soll. Als Idol kriegst du einfach den Hals nicht voll. Als Idol machst du Werbung für jeden Scheiß. Als Idol, als Idol. Typico, ihre Wette in sicheren Händen. Wenn die Türkei ein schlechtes Image kriegt, ruf Polly an, der hilft dir schnell. Come to Turkey, discover your own story. Wir kriegen viel Geld und die Paketboote nicht. Wir grinsen gern für DHL. Scheißegal, wenn du einfach kein Gewissen hast. Scheißegal, Alter, Hauptsache der Zaster passt. Scheißegal, wenn du Leute in die Spielsucht treibst. Scheißegal, scheißegal. Es ist mir scheißegal. Das ist nicht lustig. Stimmt. Okay, er spricht eigentlich für sich. Also ein Testimonial muss nicht immer die beste Wahl sein. Also wer Chips isst und so weiter und Nutella und so, der hat das Zeug zum Fußballstar. Es geht aber auch wesentlich besser. Das ist der Clip von Kuka, einer chinesischen oder einer asiatischen Roboterherstellerfirma. Und da ist ja Tischtennis irgendwie ganz großer Sport und Timo Boll ist da der Superstar überhaupt. Und da gibt es einen tollen Werbespot. Ich habe den euch mal in den Chat, den Link in den Chat gepackt. Vielleicht habt ihr dann Zeit, den nach der Stunde nochmal anzuschauen, weil der geht 3 Minuten, ist ein genialer Clip. Jetzt kurz Testimonials heute. Wie hat sich das verändert? Ich mache jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf. Und zwar, was hat sich heute verändert in Zeiten vom Internet und so weiter? YouTube und andere Videoportale haben einen riesen Stellenwert, Streamingportale und so weiter. Gibt es Medien, haben sich gewandelt, die Werbetreibenden müssen sich auch was Neues einfallen lassen, ganz klar. Und zwar gucken wir uns dann mal diese Testimonial-Geschichten an. Wir haben hier auf der linken Seite die Firma Snipes, ist so ein Retailer im Bereich Sportkleidung, also ein Kölner Streetwear-Retailer. Die haben sich angeguckt, okay, wie sieht's aus? Stranger Things, 3. Staffel, sind 40 Millionen Aufrufe gewesen in nur 4 Tagen. Das ist total hip, das wollen die Leute sehen. So Nerdigkeit verbunden mit Sportklamotten, das hätte es damals irgendwie weniger gegeben. Wo ich mir denke, okay, was hat jetzt irgendwie Sheldon Cooper mit Nike zu tun beispielsweise? Das ist für mich ein Sportler, der macht Werbung für Sportklamotten. Nein, heutzutage läuft das natürlich anders. Da werden Streamingdaten ausgewertet und geguckt, worauf steht denn eigentlich die Jugend?
Und auf der anderen Seite kennt ihr bestimmt den Clip von The Weeknd und dem neuen Mercedes EQC. Genau, ist also der Elektro unter den Daimlern. The Weeknd hat da auch als Creative Director bei dem Werbespot mitgemacht. Den würde ich euch auch gerne zeigen. Den stelle ich euch aber auch in den Chat. Wahrscheinlich kennt ihr ihn auch, weil der Clip hat auch, glaube ich, um die Milliarde Aufrufe gehabt, als der rauskam. Man nennt es halt frühe Markenbindung. Ja, da ist die Frage, wer kann sich einen Daimler leisten? Das ist so eine klassische Zielgruppe für einen Daimler, war immer der weiße Mann ab 50. Und jetzt macht The Weeknd Werbung für dieses Teil. Also das heißt, alle, die irgendwie The Weeknd total cool finden, also es kann sich kein einziger wahrscheinlich davon dieses Auto leisten, was da um die 70.000 bis 100.000 Euro kostet. Aber frühe Markenbindung, man findet hier The Weeknd cool, man hat irgendwie den Mercedes-Benz im Hinterkopf und sagt sich, ja, stimmt, das ist mal ein geiles Teil und mal gucken, wie lange das dann hält, ja, diese Marke dann präsent zu haben. So, das heißt, nochmal kurz abschließend, erfolgreiche Werbefilme oder Werbefilmer setzen auf das Anknüpfen an Bedürfnisse. Ja? Dann müssen Emotionen geweckt werden. Also Menschen kaufen sich eigentlich eher ein gutes Gefühl und kein Produkt. Also ich glaube, 80% werden Kaufentscheidungen aufgrund von Gefühlen eigentlich getroffen. Das heißt, eine coole Emotion wecken und schon bin ich dem Produkt gegenüber positiv eingestellt. Unique Selling Proposition, ganz wichtig, genau, wie setzt man sich durch? Also man muss irgendwo der Freak unter den Normalos werden. Sonst ist man irgendwie langweilig und bekommt keine Aufmerksamkeit. Man muss authentisch sein, auch in Zeiten, sag ich mal, von Influencer-Marketing. Es muss irgendwie eine vielfältige Möglichkeit zur Identifikation bieten. Also wir brauchen nicht nur den Mann, die Frau, sondern wir brauchen auch alles, was dazwischen ist und dicke und dünne und so wie die Welt halt ausschaut. Ja, das ist heutzutage authentisch. Wichtig ist Storytelling, gutes Storytelling. Menschen lieben Geschichten und wenn sie ästhetisch und dramaturgisch auch noch ansprechend sind, dann funktioniert das in der Werbung natürlich besonders gut. Und hinzu kommt dann Verzicht auf Sexismus, Bruch mit Stereotypen und auch einen stimmigen Einsatz, also einen konsistenten Einsatz von Testimonials. Das heißt, niemand will Werbung sehen, niemand. Ein Werbefilm darf nach allem aussehen, außer nach Werbung. Und da seid ihr natürlich bei Spotlight genau richtig und ich freue mich total, wenn ihr nächstes Jahr dann im März teilnehmt, wie gesagt, entweder online oder als Präsenzveranstaltung. Ihr dürft selber den besten Werbefilm mit, ihr dürft mit abstimmen und da werden wieder die Top-Filme gezeigt. Ganz, ganz abschließend und damit entlasse ich euch dann auch, möchte ich euch noch den Clip zeigen von der Commerzbank. Wer ihn noch nicht kennt, dafür muss ich, glaube ich, meinen Bildschirm teilen. Das mache ich jetzt doch mal. Den Clip von der Commerzbank. Weißt du eigentlich, wie ich heiße? Und ich? Genau. Wir spielen für eine Nation, die unseren Namen nicht kennt. Aber dass wir dreimal Europameisterin waren, weißt du schon, oder? Nicht? Stimmt, es waren ja auch achtmal. Beim ersten Titel gab es dafür ein Kaffeeservice. Seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an, sondern vor allem gegen Vorurteile. Frauen sind zum Kinderkriegen da. Gehören in die Waschküche. Wie Amateurfußball. Nur in Zeitlupe. Aber weißt du was? Wir brauchen keine Eier. Wir haben Pferdeschwänze. Wie bitte? What? Nice. Ja. Wir sind die mit Schminke im Gesicht, die gern Stöckelschuhe tragen. Und Overknees, oh ja. Wir tanzen gern. Wir stehen auf Typen, die wissen, was sie wollen. Unsere Vorbilder, die sind wir längst selbst. Es ist okay. Du musst dir unsere Gesichter nicht merken. Nur, was wir wollen. Spielen. Unser Spiel. Unser Beat. Commerzbank, die Bank an eurer Seite. Ja genau, also wir sehen jetzt eigentlich einen Imagefilm für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen, gleichzeitig Sponsor Commerzbank. Klar, kann man natürlich auch diskutieren, ob das dann an sich ein guter Spot ist oder was da zu bemängeln ist. Es ist wirklich frei, dass jeder seine Meinung dazu hat. Bitte tut mir den Gefallen und schreibt in dieses Zoom-Pad noch was rein. Nehmt euch bitte noch 2 Minuten. Ich weiß, ihr wollt am liebsten aufbrechen jetzt und Pause machen und. Vielleicht
eine Frage, die euch einfällt für einen Filmemacher oder flüstert das jemandem, der am Rechner sitzt, eben zu, dass sich das Zoom-Pad kurz ein bisschen füllt. Und dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr da teilgenommen habt. Ich hoffe, es hat euch irgendwie auch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ihr sowas gerne dann im nächsten Jahr nochmal haben wollt, dann winkt mal oder so, dass man ungefähr so ein Gefühl dafür kriegt. Ach cool, das ist nett, ach schön, ein bisschen Feedback. Okay, ihr könnt gerne diese Fragen an die Experten auch gerne mir nächste Woche oder so schicken. Ah, ein bisschen fühlt sich das Zoom-Pad, das finde ich großartig. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Achso, und das ist Schleichwerbung, das wollte ich noch sagen.